Erstmal hat er Hunger. Habe jetzt Filets. Er müsste ja relativ leicht sein. Das könnte man schon mal festhalten. Als kleines Mammelmann. So. Bitte trainiere Sitz. Oh, ist gut. Training, weiß jetzt, was weit ist. Anfangen normal. Mal sehen, was der jetzt macht. Er erklärt ihm die Welt. Der ist doch mal ein guter Lehrer. Professor. Professor Dr. Baum. Lind. Eiche. Ach, verdammt. Nein. Hab ich vertippt. Ach, shit, ey. So, schnell vorspulen. So. Bitte trainiere Sid. Warum ich das jetzt mache? Ganz einfach daran, ich muss die Zeit rumkriegen. Und am besten das Ganze noch irgendwie nutzen. Shit! Da oben gibt's kein Klo. Hab ich das gerade richtig gesehen? Shit, wo ist das nächste Klo? Nein! Oh, hier ist ein Pilz. Shit, wo ist das nächste Klo? Es müsste eigentlich unten sein, wo es zu Shogun Gekkoman geht. Oh, shit, ey. Hier kommt man übrigens hin, wenn man im Schleierwald eine ganze Weile sucht und dann nicht weiterkommt ohne Shogun Gekkoman. Dann erreicht man den Ort hier, alles dicht voll Nebel, man kommt nicht weiter. Muss halt mit Shogun Gekkoman gesprochen haben, um dann zu Sherrymoor zu kommen. Und dann den Schleierwald ohne große Probleme durchwatscheln zu können. So, weiterhin gut ausweichen. Nein! Oh, shit, war das knapp. Digipilz. Ach ja, Mamemon, ich weiß, dass du kacken musst. Und ich weiß, wie das drückt, wenn man kacken muss. Ich beeil mich doch schon, dahin zu kommen. Hier, wir sind da. Nicht mehr so ein Barmon-Knall, nein. Süß ist er nicht. Ha, gut, damit kann ich leben. Da brauchen wir auch keine Trennwand, das kann man mal verkraften. So ein Furz ist ja jetzt nichts Schlimmes. Okay, das heißt, ich werde wirklich mit Mamemon die Fabrikstadt ausräumen. Und nicht nur. Ja. Ist hier irgendjemand? Na du, oh Mann! Wer bist du? Ja, wer ich bin, fragst du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Na gut. Shit. Eine kleine Heidis, bitteschön. Sturmschnitt, welche kann ich nicht erlernen? Mach irgendwas, was Mammemon erlernen kann. Nicht! Sturmschnitt! Mensch, ey, der andere geht mir jetzt schon auf die Nerven. Der andere rennt bloß weg, auf den geht Mamemon und der doch tut wichtig. Das merke ich ja am meisten, so Leute, die sich groß aufführen, obwohl sie nichts drauf haben. Siehe Fugamon. Na komm schon, Mamemon! Yay, sehr schön geblockt. Jetzt macht den tot und dann können wir uns um den anderen kümmern. Ja. Oh ja, Finisher ist bald da. Wir können bald wieder alle lachen. Durch die Smiley-Bombe. Oh, shit, Mensch. Komm schon. Oh, noch einmal so ein Hit und der ist weg. Das war, nicht der Dynamo, das war Holden Lukas, ne? Komm, Omni das, bevor es zu spät ist. Bäm, da ist er erledigt. Und weiter Holden Lukas. Alter, wie weit der geflogen ist! Respekt, Mann, du hast eher mit der ganzen Map gehauen. Und jetzt ist meine Bombe. Wow! Da kam der Handschuh geflogen. So, jetzt mal ein Dynamo wieder. Bisschen Fahrrad-Dynamo spielen. Gibt immer Energie. Und jetzt die immer vertrauen. Das ist so wunderbar geil, wenn das Monster so schön schnell ist, dass der Gegner nichts machen kann. So, jetzt machen alle. Mit deiner dicken Lippe. Ja, komm schon. Potato! Bäm, erledigt. Easy peasy, no problemo. Alles sigi wiki schicki. 6220Z. Bit. Entschuldigung, falsches Spiel. Ha, die haben doch gezeigt, wo der Hammer hängt.
Aber so richtig deftig. So, jetzt gehen wir hier zu Sherrymon. Obwohl, nee. Eigentlich bin ich hier schon richtig. Eigentlich müsste ich hier bloß warten, bis die Zeit umgeht. Ist gar nicht mehr so viel Zeit, die ich umbringen muss. Ich will jetzt nicht weggehen, nur um dann später wieder herzufliegen. Das wäre reinste Zeitverschwendung, weil ich müsste nämlich hier oben hin. Ich dachte eigentlich, ich kann damit reden. Scheinbar nicht. Aber hier, wie ihr seht, das sind schöne Skulpturen. Hier unten liegt, glaube ich, ein Biomon oder ein Gummamon. Oder irgendwas ähnliches. Hier links ist ein Unimon, da ist ein Agumon, sieht alles geil aus. Und jetzt ist die Frage, wer hat das gemacht? Ja. Und genau diese Frage werden wir jetzt bald klären. Oh, du böser Junge! Ich bin neuerdings so müde. Oh, das tut mir aber leid. Mamemon, mach ihn um. Mach ihn um, genau. Mamemon, zeig ihm, wo der Hammer hängt. Schlag ihn wieder, Bach. Weckruf, Mensch, ey. Bitch, please. Duplexieb. Whatever. Nix kann das Shelmon. Modoki, Shelmon. Oder so ähnlich. Egal. Bam. Ja, spiel doch mit ihm mit dicke Lippe. Und jetzt gib's ihm richtig hart. Mit der rechten Faust reingepuncht ins Face. Oh yeah, man. That's right. Und wir haben 7020 Bit, ey. Ich werde hier noch reich ohne Ende. So. Zeit ist immer noch nicht um. Ich gehe trotzdem schon mal raus, weil wir müssen bis abends warten. Ah. Oh, perfekt, der hat Hunger. Das kann man jetzt nochmal schnell abhaken. Hier, bitteschön, den Digipilz. Digipilzchen. Macht ihn leider nicht satt, kriegst noch ein Filet hinterher. Damit du auch wieder ein bisschen zulegst. Damit deine Muskeln noch ein bisschen aufgebaut werden können. Das reicht dir immer noch nicht? Alter, wie kann so ein kleines Ding so viel Hunger haben? Oh verdammt, ich hab's übersehen. Er hat schon gar keinen Hunger mehr. Fugamon, bleib fern von mir, okay? Und jetzt müsste es hoffentlich Tag-Nacht-Wechsel geben. Sieht nicht so aus. Toll! Sollen wir noch eine Stunde warten? Oder? Zumindest ist er nicht da. Ach, verdammt, Mann. Das ist nicht schön, ey. Da tut nur Dr. Shemon, ey. Geh mir aus dem Weg, keiner interessiert sich für dich. Ah. So, so eine Aufmerksamkeitshure rennt immer direkt in die Kamera. Oh, hier ist auch noch ein Pilz. So, die Pilze erhalten. Eigentlich ist es ja schon Abend. Sieht auch alles relativ dunkel aus. Nein. So ist gut, Goburimon. Ignoriere mich einfach. So, es ist das Beste für uns alle. Bin neuerdings so müde. Mori Shelmon, so hieß er. Will gleich noch eine Abreibung kriegen, ja. Okay. Dann geben wir ihn sie. Oh, eine Giftwolke wollte rauskommen, aber nicht mit meinem Mamemon. Komm schon, das kriegst du hin. Ja, sehr schön. Du brauchst jetzt nicht nur dicke Lippe zu machen. Du brauchst keine dicke Lippe zu riskieren. Du hast eine. Also gib mal fix mit deinem Punch aufs Face, genau. Bam. Kraftschrei von mir aus. Kann er ruhig machen. Solange wir ihn dabei weiter schlagen können. Komm nochmal, hau den Lukas. Das war eine ordentliche Blase. Husch. Tot. Kein Problem, und ich höre gerade das Telefon klingeln, das ist nicht schön. Ach egal, ich habe die Tür zu, ihr werdet es eh nicht hören. Und wenn doch, dann entschuldige ich mich dafür. So, Mori Shelmon läuft weg. Weggewaxt sozusagen. So, jetzt auf jeden Fall nochmal eine Stunde rum. Wenn er jetzt nicht da ist, dann kommt er gar nicht. Dann kommt er nur frühs und nicht auch abends. Und das Telefon regt auf, das lenkt übelst ab. Weiß nicht, ob ihr es vorstellen könnt. Sehr schön, doch ich höre Shelmon. Gut, dann gehen wir eben gleich wieder. Hauen wir eben wieder ab. So, Autopilot, yep.
Wir haben jetzt wieder das Geld, um neue zu holen. Und dann geht es los in die Fabrikstadt. Wie versprochen, ich wollte jetzt eigentlich im Schleierwald noch das Kakatorium holen. Was halt eben, wie ihr gesehen habt, nicht ganz so einfach ging. Scheinbar kommt es wirklich nur morgens und morgens war ich halt nicht da. Und deswegen jetzt die Fabrikstadt. Wie gesagt, ich habe die selber noch nicht durch. Ich habe die angefangen, aber nicht durch. Das heißt, ich weiß ungefähr, was wir am Anfang machen müssen. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo ich sage, jetzt ist alles blind. Ich kann euch den Punkt dann auch genau zeigen, wenn ich einmal da bin. Und ich weiß eben überhaupt nicht, was er machen muss. Also sonst habe ich ja immer noch so eine leiseste Ahnung, die zwar meistens falsch ist, aber ich habe wenigstens eine Idee, was man machen kann. Aber halt eben nicht dort. So, ich würde sagen, wir gehen da gleich mal hin. Kostet ja kein Geld. Oder wir machen noch bei einem Turnier mit. Ich meine, mit dem Mammemon habe ich gute Chancen zu gewinnen. Sehr gute Chancen zu gewinnen. Gleich mal schauen, was so gerade alles so ansteht. Greymon, was gibt's? C können wir machen. Keine Runden nach Timer, Wettkampf für Champion. Aber es ist ja DCBA. Komm, wir machen jetzt nicht mit Mammemon C. Das ist unter seiner Gürtellinie, unter seiner Kanone. So eine nackte Kanone dann für ihn. Das brauchen wir nicht machen. Nee, da gehen wir lieber gleich weiter zur Fabrikstadt. Denn das wird schwierig genug. Leider. Weil ich nämlich nicht weiß, wie Mammemon wach ist. Und ich weiß, soweit wie ich weiß, ja, das ist, gibt Sinn, wenn man mir bis zum Ende zuhört, dass man Mitternacht, glaube ich, da sein muss. Und jetzt zur Fabrikstadt oder zur geheimen Strandhöhle. Zur Fabrikstadt, bitte. Tu's für mich, mein Mammon. Er steht übrigens weiterhin hier und um uns dann gegebenenfalls abzuholen und wieder mitzunehmen. Ja, er ist ein treuer Gefährte. Er bleibt hier auch eine ganze Weile. Man muss ja nicht unbedingt MP-Disk verschwenden. Wir haben nicht mehr allzu viele. Verdammt, die hätte ich neu kaufen können. Kaufen müssen. Wir haben immerhin das Geld. Hey, schön. Ich weiß, wann Mammemon schlafen muss. Was ist denn das für ein Geräusch im Hintergrund? Ich glaube, das war genau das hier. Ich glaube, das ist hier Quadromon, wenn er läuft. Ja, es ist er. Kann allerdings auch fliegen. Und Mammon fühlt sich hier wohl. Wie sollte es anders sein? So, erstmal hier schön ausweichen. Ne, hier gibt's nix. Gibt's. Ah, ich muss hier oben lang. Okay. Machen wir erstmal hier weiter. Okay, er biegt automatisch rechts ab. Da nämlich so aus, als wenn er auch noch links lang gehen würde. Ey, nur Memons. Wunderbar. So, in der Kanalisation. So, es sieht schon nicht schön aus. Und genauso ist es auch nicht. Denn, jetzt kommt's. Was ist denn das? Sid, was ist passiert? Dieser Nebel stinkt. Er ist unnatürlich. Eklig. Mir geht's nicht gut. Was fehlt dir denn? Mir ist schwindelig. Wohnst du hier? Ich bin krank, kraftlos. Du siehst auch krank aus. Es wird schlimmer. Woran kann das liegen? Wo kommt dieses Abwasser her? Ich sehe mal nach. So, wie ihr seht, man kann hier nur Memon bekommen. Fragt mich nicht, was der in der Stadt macht. Ich hatte den dort noch nicht. Da ist nämlich der Punkt, wo es dann langsam blind wird. Allerdings weiß ich, dass der Nebel hier wahrscheinlich den Digimon nicht gut tut und ich glaube, die Leben von denen verkürzt. Vermute ich. Eine Vermutungssache. Auf jeden Fall müssen wir ihn irgendwie aufhalten. Okay, und das Numemon dabei retten. Hier unten geht's auch lang? Okay, das wusste ich nicht. Aber hier scheint nichts zu... Ah, hier ist das Tor!
Von der anderen Seite kommt man dann, glaube ich, hier ran. Also. Oh, wie erkläre ich das? Wenn man vom Panoramaberg hochgeht, wo auch dieses riesengroße Tor, was sich öffnen lassen ließ. Ich glaube, das ist das hier. Allerdings, wer würde ein Tor am Ende der Stadt bauen? Das baut man doch eigentlich so in der Mitte. Aus Ästhetikgründen. So. Die Fabrikstadt. Wieder mal. Wie kommst du in die Stadt? Geh weg, wenn du hier nichts zu schaffen hast. Okay. Von mir aus, dann gehe ich eben weg, weil ich habe nichts zu schaffen. Das ist echt ein Problem, wenn man weiß, wo man irgendwann hin muss, aber nicht weiß, wann der Typ hier anfängt mit einem zu reden. Bei so etwa war ich schon, dass ich mit Antrumon geredet habe. Über das Problem. Ich weiß auch, was er dazu sagt. Ich weiß aber nicht, wann er es sagt. Ah, das ist eine Scheiße. Okay, hi Leute. Du kommst hier nicht durch! Die Fabrik lässt ihr Schmutzwasser in die Kanalisation ab. Das muss ich untersuchen. Lässt du mich bitte durch? Ohne Genehmigung des Verantwortlichen darf niemand hier durch. Ich hab's eilig. Tut mir leid, du hast keine Genehmigung. Naja, wenn das so ist. Du kommst hier nicht durch. Ja gut, das weiß ich schon. So. Wenn das so ist, brauchen wir halt eben eine Genehmigung. Wir sind ja feine Leute. Die gehen wir uns jetzt mal schnell holen. Ja, hallo. Guardrumon, schön, dass du immer noch da patrouillierst. Wäre überhaupt nicht schön, wenn du nicht mehr da wärst. Wie kommst du in die Stadt? Genau, verdammt, jetzt habe ich es vergessen vorzulesen. Es geht um Leben und Tod. Lass mich rein. Ich begreife nicht, was du vorhast. Ich kann dir keinen Zutritt gewähren. Das Abwasser aus der Fabrik wird bald viele Digimon umbringen. Es ist giftig. Aus der Fabrik? Bestimmt nicht. Das Abwasser wird perfekt gereinigt. Woher weißt du das, wenn wir es nicht überprüfen? Unser Rechner arbeitet genau. Im Notfall fährt er unser Datensheriff das System runter. Und du bist sicher, dass dieser Datensheriff nie Fehler macht? Der Datensheriff ist ein Giromon, ein Ultra-Digimon. Sein Urteilsvermögen ist perfekt, wie seine Arbeit. Er ist ein Digimon? Oh nein. Das ist ja noch schlimmer. Bitte lass mich rein. Verschwinde sofort. Unser Rechner ist perfekt. Ist in der Fabrik wirklich alles klar? Und was nun? Wir müssen was wegen der Wachen unternehmen. Es bleibt keine Wahl. Gut, dann gehen wir das mal machen. Erstmal zu den Wachen. Mir fällt gerade ein, dass ich wirklich unbedingt noch High-Items holen muss, weil wenn Giromon Ultra Digimon ist und ich auch Ultra, ist es wieder gleiche Stufe. Und da sind High-Items schon ganz geil. Oh, kommst hier nicht durch! Oh, kommst hier nicht durch! Was sollen wir tun? Schichtwechsel, lasst mich durch, oder? Oh, er ist zwecklos! Du brauchst eine Genehmigung! Eine Genehmigung? Die hab ich. Ich gebe sie dir. Wir können dir keine Genehmigung erteilen. Halte den Dienstweg ein. Du bist aber kleinlich. Du kommst ja nicht durch, was sollen wir tun? Lass mich durch, oder? Eine Genehmigung? Och, shit, ey. Na gut, was sollen wir tun? Schichtwechsel! Es ist noch zu früh für einen Schichtwechsel. Na, macht nichts. Was ist ein Schichtwechsel? Schichtwechsel ist um 12 Uhr mittags und um Mitternacht. Ach so. Es starrt uns an. Vielleicht ist es misstrauisch geworden. Wir sollten uns verstecken. Abwarten und später wiederkommen. Bis es 12 Uhr ist. Okay. Genau das ist jetzt nämlich unsere Aufgabe. Abwarten und verstecken bis 12 Uhr. Weil die Typen misstrauisch werden. Und in der Zeit, bis wir warten bis 12 Uhr, kann ich mir nochmal meine geilen High-Items holen. Wird wahrscheinlich das Beste sein in dem Moment jetzt. Kann ich hier eigentlich auch noch rechts lang? Nee, schade.